Moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together The Map OMSI 2. Ja. Formatnamen vergessen mit dem James. Hallo. Und es ist warm. Schlimm. Und wir Ja, stehen es ist tatsächlich. auf der wunderschönen, schönsten Karte dieser Welt. Ja, mit einem Robus stehe ich hier. Ich stehe hier mit einem Hochbahnbus. Einfach weil ich es kann. Ja, ich kann's mit dem Ruhrbus, weil ich habe das Repaint ja gemacht. Das ist zwar eigentlich ein Provisorium, aber irgendwie gefällt's mir ja doch. Welchen fährst du denn, A37? Wenn du Solobus fährst? Richtig geraten. Ich melde mich Ich hier schon höre mal bei meinen ein Gerätschaften rein. OM906. Wo ist er? Ach, Ich da. höre irgendwie gar nichts gerade. Ein Citaro K. Gut. Das kann durchaus möglich sein. Kommt er von der 33? 33, ja. Ja, habe ich mir Zum gedacht. Nordbahnhof mit einer Gorba-Matrix. Mit einer Gorba. Ja, weil Ach das so, ja, die weil 0. 1, ja. Oder 1. Ja, 0 dann in dem Fall. Das ist schon richtig. Und sie fängt in dem Fall bei 0 an. 33, Griesbach Schönblick. 33,01. Ist Also eine bei recht mir ist kurze hier. Linie diesmal. Bei mir ist hier. Ja, ich habe mir gedacht, dann können wir vielleicht 2 machen. Ah, oh. So läuft das also. Ja, exakt so läuft das. So. Klima ist an, Gang ist drin, Bremse ist raus. 3 Minuten sind es noch, dann kann ja schon mal Wobei was. es hell genug in dem Karren, ich muss kein Licht anmachen. Nein, ich kann noch nicht losfahren, weil ich habe noch nicht genug Druckluft. So. Dann machen wir ein So, bisschen den jetzt. Joschen Fensterspalt hier. Jetzt schiebt das Standgas langsam mein Heck nach oben. Jetzt muss nur noch vorne die Bremse sich lösen, dann kann er losrollen. So, Automatik ist natürlich aktiviert. Also übrigens, auch der Robus hat jetzt schwarze bzw. dunkle Felgen bekommen, weil fand ich schöner. Ja, geil. Irgendwie gefällt mir das. Irgendwie gefällt dich das, verstehe ich gar nicht. So, ich habe auch genug Druckluft. Jetzt wird die Bremse groß. Ach so, ich weiß, warum bei mir kein Ablöseguss kam. Ich Na, warum? habe den Fahrplan ja schon angenommen, bevor ich die Zeit vorgedreht habe. Warum laufen hier einfach alle Menschen quer durch die Gegend? Weil sie es können. Haben sie gesagt, machen sie realistisch, dass sie zu ihrem Bus steigen oder von dem Bus steigen weglaufen? Ja, ich finde Ja. das an und für sich gar nicht mal schlecht. Das ist auf Busbahnhöfen eigentlich Standard, dass die Leute Ja, kreuz und quer rennen. das ist eigentlich richtig. Aber es hat mich gerade doch ein wenig gewundert. Ist einer der Punkte, die ich von der Art und Weise her, von der Idee her gar nicht mal verkehrt finde. Es ist so Findest du nicht? dieser, es ist gut gemeint Effekt. Ach gut, den Freigabe, okay. Gut, dass Darius beim Solobus den Freigabeschalter gar nicht umgesetzt hat, oder? Doch, hat er wohl. Ah, er geht ja nach oben, ich Idiot. Was, er geht nach oben? Ja, du knickst die Schalter beim 19.2 der Sport, aktivierst sie nach oben Ach und so. deaktivierst nach unten. Ach so. So. So, liebe 1,40. Leute. Alles noch, jo, noch Zeit. Jo. Aber bei mir 1,20. Ja, Hallo. 20 Sekündchen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, Einen Hallöchen. normalen Fahrschein, bitte. Normalen Fahrschein. Einzelkind. Dankeschön. Ist das eine Hitze? Oh, die Klimaanlage ist ausgegangen. Weil ich die Türen jetzt aufhabe. Und im Bus mehr als 15 Grad sind. Ja, gut. Ist die Heizung ausgegangen. So, 1,10, alles ganz entspannt. Die Oma läuft im Bussteig versunken. Ja, Okay. gibt's. 33 Griesbach. Schön Blick. Ja. Exakt. Eigentlich ein sehr schöner Endpunkt, wo man, also ich zumindest in der Version 2 immer viel zu selten hingefahren bin. Ist nämlich, ich glaube, eine der wenigen Linien, die komplett unverändert sind. Glaube ich. Keine Ahnung, ob ich da jemals irgendwann hingefahren bin. Das kann ich dir nicht sagen. So, gleich geht er los.
In der Tat. Um Punkt 35 in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Wie geil. Was denn? Als du jetzt gesagt hast, in der Sekunde ist mir der Kollege von gerade, der Citaro K, aufs Heck geballert. Gut. Du sagst gut, jetzt immer. Und in dem Moment hat's gescheppert. Haben sie wahrscheinlich auch gedacht, du Arsch hast einen großen Bus und ich muss hier dieses kleine Ding fahren. Ja, ich glaub's auch. Alte Schulstraße. 33. Ah, scheiße, jetzt habe ich hier nicht die Dingens aktiviert. Die dünnen Helpers. Die habe ich auch noch nicht aktiviert. Ja, ich fahre hier erstmal ganz normal raus. Citaro erste Generation. Rassismus ist kein Spiel. Merkt euch das, liebe Kinder. Rassismus ist nicht gut. Nee, ist richtig. Rassismus Antisemitismus ist auch böse und das Fachwort für Leute, die Behinderte nicht mögen, fällt mir gerade nicht ein. Keine Ahnung. Ich kenn's auch nicht. Ja, guck mal, da ist der Facelift mit seinen schwarzen Felgen. Jetzt hat er sie auch komplett vorne und hinten. Ja, mal so, ne? Nee, ich hatte vergessen, die für die hintere Felge die Textur noch umzukopieren. Das ist ja auch langweilig. Von der Hochbahn sind. Guck quasi. Mal. Erste Generation Citaro auf A24. Warte mal, Kollege, bleib doch mal. Jetzt fahr doch nicht weg, ich wollte mir deine Felgen angucken, Mann. So, da ist hier, so da ist vorne und hinten ist halt schwarz. Mein Gott, was erwartet ihr denn von. Oh, vor mir steht ein Stadtbus-Familiebus. Ich habe tatsächlich eine alternative AI-Liste installiert. Ja, ich auch. Bei mir fahren die Stadtbusfamilie aber im Regioverkehr, die 15 Meter waren. Quasi KVL fährt da. Und auch die Rogis fährt da aber mit A20. Mit A20? Mit A20. Oder vielleicht doch A20Ü? Nein. Nein, ich habe mir gedacht, gut, dann habe ich den Bus ja jetzt schon mal da, dann kann ich ihn auch wenigstens für die KI verwenden. Ja. Alter Latz, sind die Ansagen leise. Und vor mir steht die 34, immer ein Stadtbus. Was steht denn da vor mir? Auch die 34. Facelift, aber. Und versperrt mir den Weg ans Wetterkreuz. Ja, mir auch. Und dann machen wir mal hier hinten die Tür auf. Da will eh keiner mit. Ne, bei mir irgendwie auch nicht. Raus auch nicht. Nächster halt Charlottenklinik. Ja, wenn ich da mal fahren dürfte. Ah, guck mal. Der musste da links abbiegen. Da 33 geradeaus. Guck mal, wir haben ja jetzt sogar ein schönes Thema für heute, ne? Julian? Ja? Wie findest du denn die Serie The Orville? Ah, scheiße, ich wusste, dass du es ansprichst. Verdammt. Ich hab's leider nicht geschafft. Ja, aber du hast ja gesagt, du hast schon was davon gesehen. Ich habe schon ein bisschen was davon gesehen, ja. Aber ich fand es sehr lustig. Also du merkst direkt, es kommt dir so mega Star Trek-ig entgegen. Ja, weil Seth MacFarlane ja auch Star Trek-Fan ist tatsächlich. Ja, und der ist einer der wenigen, die Star Trek und Star Wars-Fans sind. Da gibt's mehrere. Und ja, auf jeden Fall. Du merkst es halt, aber die Sprüche, die da drauf haben, also das... Hast du denn schon eine ganze Folge irgendwie gesehen oder nur Trailer? Ich, nicht Trailer, aber Ausschnitte aus der ersten Folge wurden mir auf der Arbeit gezeigt, ja. Okay. Also ja, nicht auf der Arbeit, aber vom Arbeitskollegen gezeigt. Ist halt recht witzig. Ja, also ich habe mich auch gestern halt im Zug ein bisschen zerbastelt, als du das mit dem Avis da geschickt hast, das war auch geil. Ich habe jetzt dann noch alle Folgen geguckt, die halt auf Deutsch schon da sind. Und es hat mich ein wenig nachdenklich zurückgelassen, dass da von einem Glory Hole die Rede war. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, kann man machen. Ja, kann man. Einige Witze sind
Doch, man kann sich's angucken. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Star Trekiger als Star Trek Discovery, finde ich. Und das ist schon traurig. Ich habe da zwar Kurzticket, bitte. Den einen oder anderen unverständlichen Kommentar bei Facebook erhalten, weil ich habe da ja so ein bisschen drüber getwittert und alles, was ich bei Twitter mache, landet halt auch bei Facebook. Du hast da drüber getwittert? Nein. Doch klar. Nee, nicht so englischsprachige Tweets, wo dann drin stand, warum ist The Orville ein besseres Star Trek als das Star Trek Discovery und... Ja, eben. Und ich bin das jetzt Star Trek und The Orville Fan und... Ja, ich habe aber das Wort Fan vergessen. Ja, ich weiß. I'm a Star Trek and The Orville. Ja. Und man kann Tweets ja nicht bearbeiten. Leider nicht. Und weil er schon ein paar Reaktionen gekriegt hat, habe ich ihn halt einfach so stehen lassen. I'm a Star Trek and The Orville, bitch. Nein, aber trotzdem, die Serie ist halt bekloppt, aber ich meine, letztendlich, sie kann nicht verkehrt sein, weil sie kommt von Seth MacFarlane. Die einzige Serie, die von Seth MacFarlane ist, die mir nicht gefallen hat, so besonders gut, ist, weil halt einfach die Witze zu flach waren, war die Cleveland Show. Also da gibt es ein paar gute Folgen, aber das war nicht viel. Und die kam ja generell nicht so gut an, die Serie. Ja, ich finde The Orville einfach sehr viel Star Trek-mäßiger und man merkt schon alleine, ich habe die erste Folge gesehen und ich habe quasi ständig zu mir selbst gesagt, echt jetzt? Wirklich? Echt jetzt? Weil ich so viele Elemente aus Star Trek da drin gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, okay. Ja? Ja, die haben ein... Also bei denen heißt es Quantenantrieb und der lädt sich halt so auf und so. Das sieht dann so ähnlich aus wie bei Star Trek der Warp-Antrieb und dann macht das Schiff auch so, flutsch, ist es weg. Das sieht auch so ähnlich aus und wenn die dann mit ihrem Antrieb so durch die Gegend fliegen, dann siehst du außen halt so langgezogene Sterne. Da habe ich mir gedacht, okay, Warp-Antrieb, kenne ich, ja. So sah das früher mal aus. Tja, ich glaube, du musst ja von einem Star Trek Fan machen lassen, damit das fahr ich zu Bahnhof, oder? Also ich habe jetzt die Stimmen hier auch reinkopiert, wobei gerade konnte keins meiner Medien das wiedergeben, deswegen hoffe ich, dass Omsi das kann. Bei mir in Dortmund habe ich aber das schon gemacht und da habe ich es auch schon gehört. Da kam ja ein Bus gelaufen und sagte: Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ach ja, von B-Mac. Und ich so, was? Ja. Warte, Moment. Oh, ich glaube. Aber ich habe es im ersten Moment gar nicht gecheckt. Ich glaube, ich falle gleich dem Fehler zum Opfer, der sehr bekannt ist. Ich glaube, ich auch, weil ich habe gerade ein ganz kurzes Loading AI aufgeblitzt bekommen. Ja, ich pass mal auf, ich bleib hier an der alten Trotte stehen und starte mal um sie neu. Und du machst das auch. Ich mach das auch, ja. Das, gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Sagst du nicht bis gleich? Bis gleich, sag ich halt bis gleich. Gut, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja. Mensch. Guck mal, und die Karte ist geladen. Ja, geil. Achso, Hilfspfeile. Sind bei mir noch an? Oder habe ich die schon wieder angemacht? Ich glaube, ich habe die schon wieder angemacht. Bei mir sind sie jetzt wieder an. So. Ja, wo waren wir stehen geblieben? The Orville. The Orville, genau. Auf jeden Fall eine richtig geile Serie. Auch scheinbar, wenn ich Julian da richtig verstanden habe, für Leute, die mit Science Fiction eigentlich nichts anfangen können. So wie Julian halt. Habe ich nicht so viel mit am Hut, ne. Mit dem Genre. Ist allerdings tatsächlich, also wirklich. Es gibt ja so gerade im deutschen Bereich sehr engstirnige Star Trek Fans, die dann sagen, nee, mach dich über meine Serie lustig, bin ich nicht okay. Habe ich nichts mit am Hut, ich habe auch sinnlos im Weltraum gefeiert. Weil, warum sollte man sich da nicht drüber lustig machen können? Ja, weil das die heilige Serie ist, die darfst du nicht verhöhnen. The Orville hält sich mehr an den Star Trek Kanon als Star Trek Discovery, von daher. Verzeihe ich es ihnen, wenn sie da ein wenig albern sind teilweise. Ja, MacFarlane. Außerdem halt gerne waren da sogar zwei, drei Folgen dabei, die tatsächlich einigermaßen ernsthaften Hintergrund hatten. Einmal meinen Fahrschein, bitte.
Also da war eine Folge dabei, da ging es, ja, wie umreiße ich das jetzt am besten, ohne zu viel zu spoilern, da ging es um eine außerirdische Gesellschaft, die so den Stand des irdischen 21. Jahrhunderts hatte. Und die hatten eine absolute Demokratie. Ja, ja, das heißt, bei denen ist im Fernsehen halt, sind da Leute gezeigt worden, die ein Verbrechen oder eine Unsittlichkeit begangen haben. Und dann hatten die auch so Upvote und Downvote. Ob der leben soll oder nicht? Ja, ob er korrigiert wird oder nicht. Was heißt denn korrigiert? Ja, wenn die korrigiert wurden, dann sind alle negativen Sachen aus dem Gehirn quasi rausgebrutzelt worden. Ah. Und ist aber eine geile Idee, wenn du so drüber nachdenkst. Das war halt so ein bisschen Manöverkritik an diesem ganzen Facebook und Instagram und Like, Dislike, Getue. Von daher, es war schon Gesellschaftskritik auf höherem Niveau, was man aber auch erstmal verstehen muss. Ja. Und wie gesagt, da sind halt so zwei, drei wirklich ernsthafte Folgen dabei gewesen, im ernsten Kern. Wo klar auch Witze drin waren. Aber auch das hat Star Trek früher ja getan. Es ist immer ein bisschen auf aktuelle gesellschaftliche Dinge eingegangen worden. Da kann ich nichts zu sagen. Ja, ich aber. Ja, 53, es gab in Star Trek halt so eine Art kalten Krieg mit den Klingonen. Was halt so mehr oder weniger der kalte Krieg mit den Russen war. Ja. Und sowas halt. Ich mag die Serie und kann es wirklich jedem empfehlen. Und liebe Leute, wenn ihr Star Trek Fans seid, dann spart euch Discovery doch einfach. Ich meine, ich guck's nur, um quasi zu wissen, über was ich mich da jetzt genau aufrege. Ich guck das auf keinen Fall, weil es mir gefällt, und ich guck das auch wahrscheinlich nur einmal. So einmal durchgesehen und fertig ist das. Genau. Und The Orville könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich das sogar mehrmals gucke. Tja. Weil, gefällt mir. Ist eine schöne Serie. Lindberger Platz. Genau, da bin ich gerade. Einmal nochmal bitte. Ja, bitte. Oh, ja, ein Ticket wollte man von mir. 270. Ja, dann was, hier. Bei mir ist es 2,90. Bei mir kostet es 2,70. Hast du das neue Ticketpack nicht? Ich habe alles drüber gebügelt. Aber der Drucker zeigt 2,70. Ja, der Drucker sagt 2,90. Ach Gott. Ja, ist ja gut. Warum kommt denn beim C2? Hä? Bei der 10 Cent Dingens. Kommt ja 40 Cent raus, wenn du oben drückst. Und dann ja, wahrscheinlich, weil das in Hamburg so, nee, das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ah, 50, 1,50, 20, 80, 1,4, 2, 8. Ah, gut genau. Warum da auch immer ein Stoppschild ist, das kann man eigentlich sehr gut einsehen, aber ist okay. Ich fahre jetzt über den Bü. Da bin ich schon drüber. Ich fahre jetzt gerade zur Dömener Bergstraße. Und bin 4 Minuten zu früh. Oh. Ja. Wir hätten Griesbach, glaube ich, Aufenthalt gehabt. Hätten wir das? Oh ja. Das kann sein. Glaube ich. Ich glaube, wir hätten einen Anschluss gewähren sollen. Naja, jetzt sind wir abgefahren. Der Bus ist abgefahren immer. Ja, zu spät. So, zack. Einmal eben gerade ein Thumbnail gemacht. Ich habe jetzt an dem anderen Platz ein bisschen gewartet. Dann werde ich wohl an der Bergstraße etwas warten. Stoppschild am Arsch. Halte ich nicht an. Ja, ich frage mich, warum das Stoppschild da ist, weil du kannst da gut einsehen. Weil das gut aussieht, wenn da was ist. Ja, da hättest du ein Vorfahrt-Gewehrenschild hinmachen. Oh, das ist schick hier. Ein Vorfahrt-Gewehrenschild hinmachen können. Also,
So, ausblicktechnisch ist das nicht verkehrt. Du guckst nämlich genau dahin, wo du herkommst. Boah, was ist das denn jetzt? Boah, ich fahre mit 50 durch eine Kurve. Alles ganz entspannt immer. Kommt auf die Kurve an. War keine enge Kurve. Jetzt darf ich eh nur noch 30 fahren. Zack. Haben wir einen Screenshot gemacht. Fürs Erste. Ich warte hier jetzt einfach ein bisschen. Ja, scheiße. Ein bisschen in die Kurve gucken hier. Der Julian gerade in Richtung der Brücke unterwegs. Ja. Die Brücke sehe ich auch, wenn ich nach hinten gucke. Die Brücke habe ich schon hinter mir. Ich stehe jetzt an der Bergstraße. Ja, das ist ja mit minus 3. Minus 3, ja. Die Ampel ist grün. Ja, ich fahre dann einfach schon mal eine weiter. Institut Deutscher, weiß ich nicht. Einfach mal langsamer dahin, als ich eigentlich ja, könnte. Ja, ich fahre auch ganz langsam. Institut Deutscher, ja, Deutscher was? Deutscher Wirtschaft oder so. Irgendwas mit Wirtschaft. Jetzt schleiche ich hier den Berg hoch. Ja, ich bin auch gerade 15. La la la. Institut der Deutschen Wirtschaft heißt es. Die sind aber auch nah aneinander, Mensch. Hin? Oh, zwei möchten aussteigen. Olaf und das Mädchen, was noch keinen Olaf Namen hat. Olaf Palmerlee. Olaf. Oh. Heißt der Mann Olaf Palme? Ja, ist egal. Ich sag Olaf. Das kommt bei den Lingua-Tech-Ansagen nicht so gut rüber und ich kann die Haltestellennamen nicht lesen. Ja, das stand gar Olaf mit 2 O. Aha. Immer noch 2 Minuten 50. Standgas jetzt rollen zu lassen, ist vielleicht ein bisschen extrem, ne? Oder, ja. Ein wenig extrem, oder? Oh, Mensch, ey. Eieiei, ist das hier eng zum Abbiegen. Au. Niederbachstraße. Ich suche ja nur eine Haltebucht irgendwo, wo ich mich dann mal zwei Minuten hinstellen kann. Ja, jetzt ist eh Ende, weil jetzt die nächste ist Endhaltestelle. Na gut, dann brauche ich es auch nicht mehr. Aber das ist wirklich eng zum Abbiegen hier. Mhm. Heieiei. Na gut, ich stehe jetzt an der Niederbachstraße eh nochmal vor einer roten Ampel. Ja, ist ja gut. Entschuldigung, ich habe mir halt Mühe gegeben, an die Bordsteinkante ranzufahren, damit ihr bequem aussteigen könnt. Jetzt hört doch mal auf zu meckern, Mann. Ja, immer nur am Meckern, die Säcke. Furchtbar. So, Ampel grün. Ach Mensch, Julian hält mal wieder hinter parkenden Autos. Ich bin so ein Intelligenzbolzen. Zu spät gesehen, dass er kein Kennzeichen hat. Ja, die Bremer Autos, bei denen könntest du sogar Probleme kriegen, die haben nämlich welche. Da kommt mir einer entgegen. Griesbach-Schönblick, Endhaltestelle. Schön, wie soll ich an dir vorbeikommen? Ach, Wendeschleife hier. Hallo, Witzbold, fahr mal. Komm nur sonst nicht an. Wenn ich dich jetzt gleich an der Ecke antitsche, ne? Dann bist du, weißt du, was du gewonnen hast. Ganz viel Geld. Jetzt fährt er, wo ich über die Bordsteinkante mich an ihm vorbeigequetscht habe. So, zack. Sag ich doch, die Bremer haben Kennzeichen. So, zack, zu früh, ja, alles gut. Aber ist schön hier am Schönblick, finde ich. Ja, schöner Schönblick. Ich glaube, ja, ich habe hier noch nie gehalten. Doch, ich schon. Bin hier, glaube ich, einmal bin ich die Linie gefahren. Ich glaube, ich bin hier nie gefahren.
Ja, ich habe hier den Drucker drin sitzen. Im Bus mit der Nummer 6122-8478. Okay. Mhm. Weißt du Bescheid? Bin ich voll im Bilde. Ja. Das bin ich auch. So, zack. So, ja, ich bin zu früh. Ich bin auch zu früh gewesen. Hier die Essener Dingensschilder habe ich gestern wieder in Real Life gesehen, du. Das heißt wieder, gestern mal in Real Life gesehen. Ja, was machst du denn in Essen? Ich bin zum Zentrum Oberhausen von Dortmund aus. Und kann ich doch in der nächsten Folge erzählen. Machen wir direkt in der nächsten Folge. Ich mache mir gerade nur noch so zwei Thumbnails, dass ich ein bisschen Auswahl habe. Thumbnails? So. Hab ich Thumbnails gemacht? Ja, dann walte deine Aufgabe. Meine Aufgabe, okay. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich sag, auf Wiedersehen, ich verabschiede mich. Der James hat das letzte Wort. Und ciao. Ja, dann auch von mir recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und bis dahin macht euch jetzt noch eine schöne Woche. Und bis dahin macht's gut und schwingt Mut.